So, meine lieben Leute, das Spiel ist endlich da. Ich habe so lange auf dieses Scheißspiel gewartet. Obwohl, nee, Scheißspiel nicht, aber ich habe so lange auf dieses Spiel gewartet und es ist endlich raus. Endlich ist es raus. Und es ist... So, ihr habt richtig gesehen. Ich hoffe, ihr beachtet den Spoiler jetzt mal, also den Spoiler-Alarm. Die Leute, die irgendwie noch den Anime von Naruto gucken oder den Manga davon lesen und so weiter und so fort, guckt euch das Video nicht an. Guckt euch wirklich das Video nicht an, denn es gibt wirklich Charaktere und so viele Spoiler-Alarme hier. Nein, guckt euch das einfach nicht an, wenn ihr mit Naruto durch seid oder die Story weitersehen wollt, dann guckt euch ruhig dieses Video an. Wir werden heute mal ein bisschen den Story-Modus spielen und dann noch den freien Modus. Ich habe so lange auf dieses Spiel gewartet und endlich ist es raus. Ich habe mir natürlich mein Gamepad wieder Gamepad ist grün, deswegen habt ihr ihn wahrscheinlich jetzt nicht gesehen, weil es wegen Greenscreen und so. Naja, scheiß drauf. Wir spielen jetzt mal den Story-Modus ein bisschen weiter und ich weihe euch jetzt mal ein bisschen dieses kleine Spielchen hier ein. So. Ja, jetzt kommt erstmal, das Schöne dabei ist, es gibt hier so kleine Zusammenfassungen, aber ich überspringe die mal, um halt nicht andere zu spoilern jetzt hier mal so. So, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt zwar jetzt nicht so wirklich, wirklich, wirklich weit gekommen, aber, also ich habe das Spiel schon bei einem Kumpel die Nacht durchgesuchtet, nur jetzt muss ich das noch selber bei mir noch durchsuchten. Und ja, ich suche mir jetzt mal einen epischen Fight aus und dann, ja. Dann kann ich mal losgehen. Ich war jetzt mal hier kurz ein, was hier so alles gleich passieren wird. Also, welchen Fight nehmen wir hier mal? Yes, das ist doch ein epischer Fight. So, diese Episode, nur dieses Event spielen. Was? Ich will dieses Event spielen. So, es gibt immer so welche bestimmten Kampfvorgaben, wenn man... Also, das ist ein neues Feature, was hier eingeführt wurde. Also, ich weiß nicht, ob neu, keine Ahnung, scheiß drauf. Aber... Es gibt erstmal natürlich zwei Ziele. Es gibt zum Beispiel jetzt hier vernichtende Gesichtsschwänzigen und Kämpfe, ohne den Anführer wechseln zu können. Okay. Mit mehr als 70% der Gesundheit gewinnen, 40 Augen des Zehnschwänzigen zerstören, 60 Augen, 75 Augen des Zehnschwänzigen mit Gyukis Hilfe einen Ninjutsu einmal das mittlere Auge treffen und den Geheimfaktor aktivieren. Schaffen wir alles. So, und jetzt kommt der erste epische Fight, wie ihr sehen könnt. Ach du Scheiße. Und jetzt kann man diesen ganzen Scheiß-Shit machen hier. Wie ihr sehen könnt, dieses Spiel ist verdammt episch aufgebaut und ich bin gerade ein bisschen faggothaftig. Bam. So, damit haben wir schon mal mit Gyukis Hilfe einmal schon mal das mittlere Auge einmal getroffen. Und wir müssen ja 75 Augen jetzt zerstören und wir müssen versuchen, nicht zu sterben. Das ist das Wichtigste. So, wie ihr sehen könnt, episch over 9000 ist das hier. Oh oh. Oh Gott, dammit! Lasst mich in Ruhe! So.
Lass uns ein paar Augen. Yes! Was geht bei dir ab, ey? Wir werden den Yubi sowas von fertig machen. Jetzt zerfisten wir den. So. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Nein, 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 nein. Goddammit! Oh oh. Weicher! Oh! Scheiße, das war viel zu spät. Scheiße. Na egal. Komm. Yes! So, bam. Nein! Uff. Okay. That was sick, ey. Epic over 9000 hier. Und er fällt zu Boden. Und was machen wir? Oh nein, das tut er jetzt nicht. Kurama macht ihn jetzt ordentlich fertig hier. Oh ja, fistet ihn. Fist ihn stark. Fist me, Daddy. Fist me. Okay, nein, das ist schon ein bisschen übertrieben. Zerstören! Zerreck ihn! Zerreck ihn! Los, tu es! Und bam! So läuft das hier. Oh oh. So, diese Attacke kann man nur mit Ah, scheiße, ich bin zu früh gesprungen. Okay, jetzt hat er definitiv mehr Augen. Oh Gott, damit. Komm, jetzt schaffen wir das. Ah, okay. Kein Problem, kein Problem. Schaffen wir schon. So. Müssen hier noch ein bisschen aufpassen. Mach ich aus! Ah, scheiße. Okay. Diese Augen sind sehr gefährlich. So. Nein! Das war knapp. Zum Glück sind wir noch rechtzeitig schnell ausgewichen! Goddammit! Okay, 40 Augen haben wir schon mal zerstört. Ich glaube nicht, dass wir 75 schaffen können. Ja. Also hoffentlich. Ich möchte diese 75 Augen unbedingt fertig machen hier. Bam! So, weiter geht's. Oh oh. Oh oh. Spring! Ah, scheiße! 51 Augen haben wir zerstört. Bam! Right in your face, bitch! Oh oh. Nein! Ich will nicht gerackt werden! Nein, spring! So. Zerstört sie, zerstört sie, zerstört sie! 60 Augen zerstört, yes! Es sieht so aus, als ob wir sogar jetzt die ganzen Augen zerstören können. Jetzt die 75 Augen. Oh Gott, dammit. Gott, dammit. So, komm, 75 Augen und... Yes! Yes! Oh mein Gott! Epic over 9000! Jetzt zerfick mir den Yubi. Bam, 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 bam. Jetzt hat er gerackt. Kurama, mach dich fertig, ey. Rack ihn, rack ihn. Komm schon, rack ihn weiter. Yes. So, jetzt kommt wieder ein, jetzt kommt eine Verfolgungsjagd. Ja, scheiße, ja. Okay. Leute, lass uns abbauen. Jetzt kommen die 10 Schätze, bevor er dich erwischt. Alles klar, kein Problem. Oh Gott, damit, ich hab das komplett vergessen. Dass er diese scheiß Blitze feuern kann. Scheiße, wir schaffen das. Oh Gott, dammit! Nein, 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 nein. Also, manchmal ist das Spiel so episch aufgebaut, dass man... Ah! Manchmal ist das so episch aufgebaut, dass man gar nicht mehr mitkommt, was hier passiert. Und ich kann sehr schlecht reden und dabei gleichzeitig spielen! Meine Concentration ist gerade sehr fixiert auf dieses Spiel gerade. Oh Gott, dammit! Nein! Oh. Ah! Ah, scheiße. Ah! Ey, das war unfair. Nein, 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 nein. Oh Gott, dammit! Nope. Oh Gott. Nein. Lauf. Lauf, Forrest. Ah! Nein. Nein, mich kriegst du nicht, du Penner. Oh Gott, dammit. Nein. Nein, nein. Oh, nein, mich kriegst du nicht. Oh, ah! Scheiße. Zu früh gefreut. So, oh Gott, dammit. Oh nein. Nein, da gehe ich nicht rein. Das ist mir zu gefährlich. Nope. Und Leute, wir haben es geschafft. So, und jetzt kommt was sehr Geiles. Jetzt müssen wir einen Geheimfaktor aktivieren. Das heißt, wir müssen Tasten drücken. Yeah.
So. Scheiße, fuck, das war schlecht. Oh! Okay. Bam, 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 bam. Oh, damn. Das epische. Yes, wir haben 2 Sterne geschafft. Das heißt, wir haben den Geheimfaktor aktiviert. Also, der wird gleich aktiviert. Alles klar. Überraschung, der Yubi lebt noch. Natürlich, fuck you. Fuck you. Oh yeah. Das Jutsu der alliierten Streitkräfte, Bitches. Oh yeah. Jetzt geht's ab. Oh yeah. Jetzt haben wir Madara, fuck you. Fuck you, Obito. Fuck you, Madara. Ja, ja, da guckst du jetzt blöd. Nein, diese Welt wird nicht hier enden. Wird hier nicht enden. Alles klar, kein Problem, das schaffen wir schon. Keine Sorge, Leute. Oh, goddammit, okay. Oh, yeah. Der Yubi wird jetzt gerackt. So. Der ist schon mal unten. Bam. 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 Oh, yeah. Yeah, er wird gerackt, ey. Ah! Oh! Burn, bitch, burn! Oh! Yeah! Ha! Jetzt kannst du nichts dagegen mehr tun, ne? Boah, seine Zähne einfach, Alter. So übertrieben. Oh, goddammit! Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Alles klar. Oh yeah! Ah, wir werden ihn so zerrecken jetzt damit. Den Geheimfaktor aktiviert. Yes. Dankeschön. Und der Yubi. Oh damn! Ha. Huh. Madara und Obito denken, die können uns besiegen. Pff. Am Arsch. Was? Nur A? Ah? So Leute, und das war schon mal ein Teil vom Story-Modus. Und wie wir sehen können, ich habe die ganzen Kampfvorgaben geschafft. Fuck hier. So, jetzt werde ich euch von der Story jetzt hier nichts mehr wirklich mehr zeigen, sondern ich zeige euch jetzt mal den freien Modus, denn ich möchte euch hier wirklich alles zeigen. Und für die Leute, die Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 haben, es gibt hier einen schönen Modus namens Online-Kampf. Und dort kann man Liga-Kämpfe machen, Turnierkämpfe machen, also wenn ihr Bock habt, Dann können wir was machen. Zeigt, dass ihr besser seid als ich. So, jetzt machen wir mal den freien Kampf. Yes! So, also man kann jetzt natürlich hier gegen Bots, gegen andere Spieler oder Teamkampf, Einzelkampf. Wir machen jetzt mal den Teamkampf und man kann die Rundenanzahl ändern. So, Einstellung abschließen. So, ich habe jetzt zwar noch nicht alle Charaktere freigeschaltet, aber es wird noch alles kommen. Ich nehme jetzt natürlich meinen Lieblingsspieler, Kakashi Hatake. Kakashi ist halt der Boss. Den gönne ich mir jetzt. Zusammen mit Maito Guy. Oh ja, die zwei passen eigentlich schon als Team. So, wir können jetzt hier aussuchen, welche Ninjutsus wir hier bekommen können. Also, entweder wir nehmen den Raikiri, Erdversteck, Feuerversteck, Wasserversteck, reißende Verfolgung, flammende Feuerkugel, Kunst der Wasserdrache. Wir bleiben bei Raikiri für die Leute, die Naruto kennen. Und man kann jetzt noch den ultimativen Jutsu hier noch ändern. Einmal Kamui und einmal Raikiri Soraisin. Das nehmen wir jetzt mal. Und ja. Einstellung beschlossen und wir machen jetzt Zufallsgegner. Nee, das ist unfair. Akzeptabel. So. Und nochmal Zufall. Alles klar. Okay, ja, neunschwänziger Rasengan. Komm, machen wir es schon irgendwie so dann.
So, man kann jetzt natürlich eine Karte aussuchen. Und wir machen hier einfach jetzt einfach mal den Zufall. Yes, Spitze des Wachturms. Okay, das wird jetzt mal ein Fight. Scheiße, ich hab vergessen, den Bot einzustellen. Na egal, ich wollte ihn eigentlich auf super schwer stellen. Egal, dann zerrackt mir jetzt einfach so. So einfach bekommt ihr mich hier jetzt hier nicht. So, und das Schöne an dem, wie ihr sehen könnt, man kann hier von Charakter zu Charakter wechseln. Nein, mich bekommst du nicht. Man kann hier von Charakter zu Charakter wechseln. Oh Gott, damit, ey. Oh, was ist los, ey? So, okay. Oh Gott, damit. Man kann hier von Charakter zu Charakter wechseln. Also ich kann jetzt hier Maito Gai spielen oder ich kann jetzt den Kakashi hier spielen. So. Nein! Ich bekomm dich. Bam! Das, Leute, nennt sich Ninjutsu. So. Nein, 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 nein. So, das ist das ultimative Jutsu. Aber jetzt! Oh! Getreckt! Oh! Oh, oh nein! Naruto kann gleich erwachen. Das ist sehr ungesund. Wenn er erwachen wird, ist es wirklich sehr ungesund. Und er hat ihn nicht erwischt. Okay, komm. Also, ich habe vergessen, den Bot umzustellen. Also. Oh, Naruto fuckt jetzt gerade richtig ab, ey! Wie ihr sehen könnt, man hat hier wirklich keine Zeit irgendwie, weil alles hier extrem schnell überläuft. Nein, Naruto, du läufst mir jetzt hier nicht davon! Du kommst mir jetzt nicht davon hier. Nope. Ich hab dich! Ah, scheiße. Oh Gott. Nein, 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 nein. Bam! Ich hab dich. So, getreckt. Oh Gott, dammit! Ich will Maito Gai nehmen, aber der lädt noch, der lädt sich noch auf. So, oh Gott, dammit. So, danke schön. Oh, der hat Temari genommen jetzt. Oh. Oh nein! Oh Gott, dammit! Jetzt hab ich dich. Ah, fuck it! Wow! Nein, 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 scheiße! Okay, der Gegner rastet gerade ein bisschen aus. Ich habe keinen Chakra mehr. Scheiße! Jetzt bekomme ich dich. Bam! Oh, getrackt. Get fucking wrecked, ey. Oh, shit. Yeah. So, auf zum nächsten Kampf, ne? Ah! Fuck it! So, Kakashi. Alter. Ah! Hab ich dich doch. Komm her. Bam! Erwischt. Das nennt sich Gegenangriff. So. Hab dich. Bitch! Oh. Irgendwie erinnert mich Maito Gai ein bisschen an Bruce Lee. Ich weiß nicht warum. Nope. Man kann jetzt so spezielle Kombos hier machen. Man kann zum Beispiel jetzt gegen einen kämpfen und dann den Charakter wechseln und dann mit dem anderen Charakter weiterkämpfen. Das zeige ich jetzt mal gleich. Aber wenn der Bot mir was übrig lassen kann. So, ich zeige euch das jetzt mal. Ah, scheiße, das hat nicht funktioniert. Na egal, es muss mitten im Kampf sein. Warte, probieren wir es nochmal aus. So, ja, okay, ja. So ungefähr sollte es aussehen. Im Idealfall. Hab dich! So, er ist gerackt. Er ist gerackt. So kann man nicht gewinnen. So kann ich That's how we do it here. So, yes! So, wir nehmen jetzt Madara. Als Begleitperson nehmen wir Obito. Und das lassen wir so. Okay.
Yes, das nehmen wir. Gesplitterte, perfekte Gestalt zu sein. Okay, perfekt. So, und wir kämpfen natürlich gegen Naruto, und Sasuke und Sakura. Oh yeah. Richtig, richtig storybasiert. Geil. Aber um es noch storybasierter zu machen, kämpfen wir natürlich auf dem großen Ninja-Krieg-Schlachtfeld. Yes! Jetzt ist es wirklich storybasiert hier. Außer ich habe den Botsch wieder vergessen, die Schwierigkeitsgrad zu ändern. Fuck. Los geht's. Aber diesmal sind wir jetzt auf der Seite der Bösen. Okay. Nope. Hab dich. Jetzt hab ich. Jetzt bekommen. Jetzt ist es gerankt. Nein! Fuck it! Oh yeah! Getrackt, Naruto. Getrackt. Bam! Hab dich. Oh! Geht doch. Ach so, ich muss ihn packen, okay? Hab dich, Sakura! Bam! Diesmal wird das Gute nicht gewinnen. So, Obito, zeig mir, was du drauf hast. Oh, Sasuke! Hab dich! Oh, der Yu. Oh, shit! Alter. Alter, da wird der übelste gerackt gerade, ey. Ach du Scheiße. So, Kampf der Ushia sehe ich hier gerade. Oh, ich hab ihn erwischt. Geil. Oh, shit. Jetzt wird er gerackt. Alter. Dieses Spiel ist einfach so episch, einfach. So episch gebaut. Alter, diese Effekte. Hab dich! Ja, ich sollte den Bot wirklich die Schwierigkeitsgrad ändern. Irgendwie ist er mir viel zu einfach. Oh Gott, der. Okay, der hat mich erwischt. Ah! Oh! Der Bot ist schlau. Nicht schlecht. Aber ich hab ihn trotzdem. Bam! Bitch! Alter! Okay, der Bot liegt gerade ein bisschen zu. Bitch! Ah, scheiße, der hat mich direkt erwischt. Oh, Digga! Hab dich! Ah, scheiße! Obito, du weißt, was zu tun ist. Oh nein! Nicht diese Attacke! Oh Gott, das war das war knapp. Hä, was? Ich hab ihn doch erwischt! Nein, du wirst mir jetzt nicht ab... Fuck. Oh, scheiße. Oh, oh. Oh, scheiße. Ah, scheiße, okay, okay. Ah, lass mich doch in Ruhe. Alter. Ich kann gar nichts machen. Was? Was? Ich konnte gar nichts machen! Einfach mal gar nichts! Alter, lass mich doch diese... Oh.
Hab dich, so. Get wrecked. Get wrecked. Get fucking wrecked. Okay. So, ich hoffe, euch hat das Spiel hier gefallen. Wenn ihr mehr von Naruto sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin mal wirklich gespannt. Und wenn jemand gegen mich kämpfen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde das mal später angucken. Und ja, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis dann. So, Cindy.